Willkommen zu meinem ersten Sammelvideo im Jahr 2019. Ich bin heute in einem Laubwald unterwegs, überwiegend Buchen, auch einige Eichen sind hier zu finden. Und da es in letzter Zeit hin und wieder kräftig geregnet hat, lassen die ersten Pilze auch nicht lange auf sich warten. Hier am Fuße einer recht groß gewachsenen Eiche wächst ein kleines Büschel. Ich entnehme einmal einen davon. Und hierbei handelt es sich um spindelige Rüblinge. Gut erkenntlich an dieser spitz zulaufenden, fast schon etwas wurzelnden Schneebasis, die etwas dunkler verfärbt ist. Bei Rüblingen kann man die Gattung eigentlich recht gut daran erkennen, dass sich der Stiel sehr weit verdrehen lässt, ohne zu brechen. Und wenn man nur den Stiel oben und unten nimmt und ein Stück weit verdreht, sieht man, dass es sehr lange dauert, bis er anfängt zu splittern. Dadurch kann man diese Gattung eigentlich recht gut erkennen. Ein Pilz, bei dem das ähnlich ist, sogar noch stärker ausgeprägt, ist allerdings der Nelkenschwindling. Daran kann man den auch recht gut bestimmen. In der Nähe des Waldrandes bin ich gerade auf diese Ansammlung von Sägemehlspähen gestoßen, die ziemlich dicht von Bächerlingen besiedelt ist. Hier sind einige Exemplare. Hier hinten geht es weiter. Und ein Stück nebenan auch nochmals einige Bächerlinge. Und hier würde ich den Buchenwaldbächerling vermuten. Den habe ich im Frühjahr dieses Jahres schon einmal an diesem Standort gefunden. Allerdings mit größeren Exemplaren. Direkt neben den Bächerlingen gibt es mal wieder etwas Essbares. Oder zumindest etwas ehemals Essbares. Diesen überstelligen Rotfußröhrling hier. Nebenan habe ich gerade noch etwas Jüngeres gefunden. Der ist natürlich auch zu alt. Aber der hier ist noch ziemlich jung und auch für Speisezwecke noch in akzeptablem Zustand. Ein Rotfußröhrling. Und halb im Moos versunken verbirgt sich hier noch ein weiterer Täubling. Ich wollte gerade eigentlich schon zum Ende der heutigen Runde kommen. Bin hier auch schon außerhalb des Waldes. Aber jetzt habe ich doch noch den Pilz gefunden, weshalb ich eigentlich hier war. Hinter einem kleinen Busch verborgen wächst er. Ein Röhrling, brauner Hut. Weißes Stielnetz, weiße Poren. Das ist natürlich der Sommersteinpilz und ein exzellenter Speisepilz, vor allem in diesem schönen Zustand hier. Daneben wächst sogar noch ein weiterer Steinpilz. Der sieht aber doch etwas überständig aus und von daher darf er zum Aussporen stehen bleiben. Ich habe gerade den Wald gewechselt, bin zu meiner zweiten Sommersteinpilzstelle gegangen. Und hier habe ich zwar noch keinen Sommersteinpilz gefunden, aber einen anderen essbaren Röhrling. Und zwar einen flockenstieligen Hexenröhrling. Den werde ich entnehmen. Man sieht die rötlichen Flocken am Stiel des Pilzes. Die roten Porenöffnungen auf gelben Röhren, das starke Blauen am Schnitt. Aber dieser Pilz stand wohl direkt unter dem Regenfall. Von daher, wenn man hier auf den Hut drückt, bleibt immer eine kleine Delle zurück. Das bedeutet, der Zersetzungsprozess hat schon begonnen. Also ist dieses Exemplar nichts mehr für die Küche und darf hier stehen bleiben. Und es geht auch direkt weiter mit den Pilzen. Hier ein Täubling mit grünlich-violett mehrfarbigen Hut. Die Lamellen sind jedoch nicht biegbar, also kein Frauentäubling. Geschmack bitterlich scharf, von daher auch keine genießbare Art und bleibt deshalb auch im Walde stehen. Und auch hier ist wiederum der spindelige Rüblinge entkommen. Sogar eine noch größere Stückzahl dieses Mal. Sommersteinpilze habe ich auch gefunden, werden auch in anderer Form als erhofft.
aber das sind einmal welche gewesen. Ich habe nun den reinen Laubwald verlassen und befinde mich hier in einem Laubnadelmischwald. Und das erste, was ich hier entdecken konnte, sind diese beiden ziemlich alten Perlpilze. Dahinter befindet sich ein weiterer Wulstling. Er sieht sehr ähnlich aus. Aber ihm fehlen jegliche Rottöne. Die Manschette ist gerieft. Das kann man auf der Kamera hier nicht so gut erkennen. Hier sieht man es deutlicher. Also handelt es sich hierbei um einen grauen Wulstling. Essbar, aber kein sonderlich guter Speisepilz. Am Fuße einer Lärsche bin ich gerade auf einige Goldräulinge gestoßen. Und zumindest die beiden jüngsten Exemplare dürften sich noch in verzehrbarem Zustand befinden. Hier ein weiterer Goldräuling. Ein typischer Lärchenbegleiter. Und hier der mutmaßliche Mykorrhizabaum. Hier geht es auch schon weiter mit den nächsten Goldräulingen. Die stehen auf einer Lichtung und sind von daher natürlich komplett durch den Regen durchweicht worden. In diesem Moosbüschel wächst ein weiterer Wulstling. Und hierbei müsste es sich um den narzissengelben Wulstling handeln. Ich bin gerade auf eine Art gestoßen, die ich so früh im Jahr noch nicht gesehen habe. Was man auf dem Video sehr gut erkennen kann, sind diese rosa gefärbten Röhren. Das ist doch schon ein etwas älteres Exemplar. Und hier handelt es sich um einen Gallenröhrling. Gerochen habe ich sie heute schon mehrmals, gesehen jetzt zum ersten Mal. Ein ausgewachsenes Exemplar der Stinkmorschel. Schon ziemlich alt, die gesamte Sporenmasse ist schon abgefressen worden. Und hier frisst gerade eine Schnecke vom Stiel des Pilzes. Auch hier wächst ein weiterer narzissengelber Wulstling. Ich bin gerade auf eine weitere Ansammlung von Goldräulingen gestoßen. Der hier fühlt sich schon etwas weich an. Dieses Exemplar ist ohnehin schon zerfressen und überständig. Aber der sieht noch sehr frisch und schön aus. Nochmals einige Rotfußräulinge an diesem kleinen Hang. Alles jedoch schon ziemlich alte Exemplare. Es waren nun doch schon einige schöne Pilzarten zu finden gewesen. Ich komme jetzt auch zum Ende dieser Runde und damit zum Ende des Videos. Nach dieser etwas länger geratenen Winterpause wird auch wieder wöchentlich ein neues Pilzvideo folgen. Inklusive einer neuen Serie, die ich wahrscheinlich Mitte bis Ende Juli einführen werde. Auch die bereits letztes Jahr angekündigten Pilzporträts habe ich nicht vergessen. Es war nur wie bisher nicht möglich, geeignete Kollektionen in verschiedenen Altersstadien von sowohl den beschriebenen Pilzen als auch den Verwechslungsmöglichkeiten zu finden, da im letzten Jahr gerade in meiner Region die Pilzsaison praktisch abwesend war. Von daher wird das auch noch folgen. Zum Abschluss des Videos wie gewohnt ein Blick in den Pilzkorb und bis zum nächsten Mal.